Wir haben gerade waren einkaufen da hinten und Tina ist eingefallen, sie braucht noch einen Kakao. Sie ist jetzt einkaufen gegangen und wir sind weggefahren. Jetzt warten wir, bis sie rauskommt und blöd guckt. Da kommt sie, die kommt raus. Ja? Ja. Da ist sie. Verdammte Scheiße. Ja, es ist auch hier eine Weihnachtsbeleuchtung drin an. Ja, wieso macht ihr das Licht an? Oh. Ich mach irgendwas. Ja, wir sind jetzt auch in Schneewittchenstadt. Okay. Loh am Main. Eminem. Bitte, 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 bitte. Snoop Dogg. Ja. Snoop D-O-G. Schissel, man, das ist so. Come and take me to the candy. Let me lick your lolly. Hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie emo bist du? Null. Hast du keine Emotionen, Hannes? Niemals! Wenn die Liebe nach Sperma schmecken würde, ja. Würdest du lieben? Ja. Würdest du lieben? Würdest du lieben? Was haben die Lieder jetzt, ne? Ja, das hab ich überhaupt nicht mal gesagt. Ist nicht jeder von uns mal. Weihnachten aktivieren. Diese. Jeff, hast du es gleich? Ja, nimm's doch. Wir sind wirklich Freunde, wir können uns anstupsen. Der Tapet. Jeff ist synonym für alles Negative. Das heißt, wenn ihr auf Klo geht, dann geht ihr einen Jeff Ray, ja? Und so geht das immer weiter, ne? Das ist halt, deswegen ist er auch noch in der Band, weil wir brauchen halt einen Mülleimer. So einen sozialen Mülleimer. Das kürzeste Interview der Welt. Wer seid ihr? Cock Riot. Wo kommt ihr her? Tümmersheim. Und ist richtig geil, oder? Voll abgefahren. Richtig geil, okay, das war's. Deine Mann, ja. Was trinken wir? Pilz. Das müssen wir erstmal richtig hier filmen. Das ist ein super Cover. Heißt das Pilz? Aber ist das ein normales Pilz? Das ist Keilerbräu. Keiler Bier, nicht Bräu. Das steht Keilerbier. Keilerbier. Okay. Und das ist das erste Backstage-Bier des Abends. Ah ja. Au! Shamona! Stachelgrat. Zaunfall. Hey! Party! Party! Woo! Hey, das ist schon das zweite Mal, dass du die Sachen runterwirfst. Nee, ist eigentlich von mir. Schämst du dich ein wenig? Das zweite Mal heute Abend. Komm, ein wenig zumindest.
Daniel. Wir spielen jetzt Assoziation. Der erste sagt ein Wort, der zweite muss das irgendwie assoziieren. Egal was man sagt, darf man das sagen. Und wenn sich die Leute fragen, wie man darauf kommt, muss man das erklären. Also, Schließmuskelprobleme. Ex-Freundin. Hexe. Gift. Alkohol. Martin Zalewski. What the fuck? So. Belgische Keller. Kaffee. Dünnschiss. Kentucky Fried Chicken, okay, rein. Hähnchen. Salmonellen. AIDS. AIDS für alle. Kondomverbot. Jugendzentrum. Dumme Idioten. Skinheads. Frankfurt am Main. Applaus. Pizza vom Dach. Ex-Freundin? Hey, hattest du schon? Eben, aber. Dann assoziier neu. Schamlippen. Geschlechtsverkehr. Kindheitserinnerung. Grundschule! Hass. Rot-Weiß Essen. Das erste Wort, das dir in deinen Kopf kommt. Alter, ich hab gerade Gehirnkrebs. Gehirnkrebs! Charlie Baum. Hi. Schinken! Wie kommen Sie von Gehirnkrebs auf einen Schinken? Was hat Gehirn? Ich meine, Schweine mit Gehirnkrebs werden getötet und zu Schinken verarbeitet. Ich meinte nicht Schinken zum Essen. Fleisch. Ah. Ei. Zwei Ei. Pommerlunder. Ein belegtes Brot mit Penis. Angebrochener Nachmittag. Porno. Abo. Abo-Falle. YouTube. Peinlich für mich. Nichts. Gefühlsinhalt. Gar nichts. Alle. Dummheit. Gina Lisa. Ex-Freundin. Wollt ihr mich verarschen? Analverkehr. Schokolade. Adventskalender. Kack-Religion. Chili con Carne, danke schön fürs Zuhören. Hunger, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Schatz, was machen wir denn mit dem angebrochenen Nachmittag? Es regnet draußen. Mit wegfahren ist wohl nicht viel. Aber mir kommt da so eine Idee. Ja, da bin ich gespannt, was du für eine Idee hast. Neulich, als du mich vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von mir. Die waren begeistert von mir? Und weiter? Ja, ich könnte doch die beiden anrufen und einladen, dass sie hierher kommen. Was sollen denn die beiden hier? Ja, was schon? Ficken! Ich soll mit den beiden ficken? Ach komm, das wäre doch das Größte, von drei Männern gleichzeitig gefickt zu werden. Ich weiß nicht, Schatz, ob ich das kann. Ach komm, Rebecca, jetzt sei nicht so. Das wäre das Größte für mich, wenn du von drei Männern gleichzeitig gefickt wirst. Na gut, Schatz. Ach, Rebecca, da machst du mir aber eine wahnsinnige Freude. Ich ruf sofort die Jungs an. Hallo, ist da der Richard? Ja, hier ist James. Stell dir mal vor, ich habe gerade mit Rebecca gesprochen und die ist bereit, mit uns dreien zu ficken. Setzt euch sofort ins Auto und fahrt so schnell wie möglich her. Hallo, ich bin Richard. Angenehm. Hallo, ich bin John. Hallo, John. Ja, Jungs, was sitzt ihr hier so rum? Holt schon mal eure Schwänze raus und sie kann euch direkt schon mal einblasen. Ich sollte mich mal wieder kämmen. Boah, ey, Alter, warte.
Und meine Schatz. Eier, die klemmen auch. Das ist voll kacke, Alter. Diese hängt jetzt da so. Dieser genießt seinen angebrochenen Nachmittag. Anus. Alle eins. Grüß Gott, ich bin der Richard. Angenehm. Hallo, ich bin der James. Hallo, John. Wie geil! Hallo, ich bin der James. Hallo, John. Ja, er war schon James.